Mit diesem Geschoss ans Limit gehen, das geht wirklich nur auf einer abgesperrten Strecke. Es herrscht englisches Wetter. Das Biest will endlich los und zeigen, was es kann, aber auf öffentlichen Straßen nicht darf. Hier wird noch einmal deutlich, wie heftig der 620R wirklich ist. Seine Beschleunigung, abnormale 2,9 Sekunden bis 100. Sein Sound, um die 100 Dezibel laut. Sein Fun-Faktor, nicht in Worte zu fassen. Technisch bietet der Caterham alles, was für eine gute Track-Performance nötig ist. Rennfahrwerk, Rennbremse, aerodynamische Radaufhängung. Und, wie im Radical auch, arbeitet im Caterham ein sequentielles Getriebe. Die Zulassung ist übrigens nur durch Einzelabnahme mit Ausnahmegenehmigung möglich, was im Ermessen des jeweiligen Amtes liegt. Außer, das Auto war in UK schon einmal zugelassen. Dann muss laut Gesetz die Zulassung in allen europäischen Ländern genehmigt werden. Das ungefilterte Caterham-Fahrgefühl sollte jeder Autofreak einmal selbst erfahren.